So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Mythology. Ich bin Nuvia, das ist Folge Nummer 18 schon. Diese Mission heißt Weit weg von zu Hause. In der letzten Folge haben wir von Khemsit ein weiteres Stück des Osiris erobern können. Und der ist natürlich entkommen, der Herr Khemsit, wie, so feige wie er halt ist. Und wir werden ihn, denke ich mal, verfolgen dann. So, dann starte ich mal diese neue Mission. Nördlich von hier wächst eine große Tamariske am Flussufer. In ihrem Stamm werden wir Osiris Kopf finden. Chiron, es kommen Soldaten! Ich bin Njordsir. Wir verfolgen den Einäugigen schon den ganzen Weg von Midgard. Den Einäugigen? Gargarensis, den Zyklopen? Jawohl. Er hat die Riesen zusammengerufen oben im Norden. Große Teile von Midgard sind zerstört. Wir wurden geschickt, ihn zu verfolgen, um Ragnarök zu verhindern. Ragnarök? Das Ende der Welt. Habt ihr den Einäugigen gesehen? Er ist hier. Wir kämpfen auch gegen ihn. Wollt ihr euch uns anschließen? Das werden wir. So, dann. Enito. Seht ein Oh. Schwert. Verfolgt ihn bis zu seinem Lager. Enito. Vielleicht können sie uns helfen. Okay. So, Jawohl. anscheinend haben die Wikinger auch Gargarensis als Feind. Also Jawohl, die jawohl. verfolgen ihn anscheinend seit ihrem Zuhause, weil er da auch ultra den Terror geschoben hat. Keine Ahnung. So, Enito. wir müssen auf jeden Fall hier den Baum, denke ich mal, hier auseinandernehmen, damit wir an den Kopf von Osiris rankommen. Der fehlt uns noch in unserer Sammlung. So. Willkommen in unserem Lager, Herr. Beschützt uns und wir kämpfen mit euch auf dem Weg zur Tamariske. Alles klar, dann beschützen wir die mal. Gut, jetzt kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall hier Mumien Nahrung. bedrohen unser Lager. Was? Sucht und zerstört die Gräber in der Wüste und die Angriffe werden aufhören. Okay, also. Gut, die werden hier bedroht von irgendwelchen Mumien, die irgendwelchen Terror schieben. Okay, Gargarinzis checkt unsere Lage schon mal aus. Natürlich weiß er auch, wo wir sind. Wie es auch nicht anders sein soll. So. Die sollen hier mal schon mal schlachten. Dann brauchen wir Holz, aber hier ist irgendwie null Holz. Wir nehmen mal hier den Priester, weil wir können hier mit dem uns so ein paar Totem stellen und ein bisschen die Gegend erkunden. Wir erstellen uns mal noch drei Dorfbewohner. Jetzt fehlt es uns an Nahrung, aber egal. Das kriegen wir jetzt gleich wieder rein. Sollen wir mal bitte hier mithelfen? Ach so, oh. So, was gibt's hier? Dann soll der mal hier weiterlaufen. Checken wir aus. Okay. So, ich glaube, wir bauen uns trotzdem hier so eine Art Kornspeicher hin, weil. So. Was soll denn hier? Nein. Das da bauen. So, weil dann kann der Pharao hier für schneller Nahrung sorgen, auf jeden Fall. Wir brauchen unbedingt Gold. Hier bauen wir uns mal auch so ein Ding hin. Na gut, wir haben jetzt aktuell noch 2000 Gold, also das sollte nicht das Problem darstellen, aber naja, so schnell wie wir das Gold ausgeben werden, höchstwahrscheinlich. So. Ich benutze mal hier einen. Auch zum Kundschaften hier. Muss doch irgendwo mehr Holz sein, außer diese drei Bäume, die hier sind, sag ich mal. So, hier ist ein Dorfzentrum auf jeden Fall. Hier sind schon mal ein paar mehr Bäumchen. Ja, sollte erstmal ausreichen. So, damit wir diesen Baum hier fällen, brauchen wir natürlich jede Menge Mitarbeiter.
Samtikt. So. Greek. Gut, dann gucken wir uns weiter um. Hier geht die Straße weiter. Dayo. UIR. Ayo refer. Dayo. So. Ayo refer. Dayo. Also ein paar Meter weiter. Ayo refer. Stellen wieder so einen Totem hin. Dayo. Obelisk. Auch wieder. Hier ist zumindest Gold sehr gut. Ich glaube, wir schicken dann auf jeden Fall 1, 2, 3 mal da hinten hin. Zum Gold scheffeln. Sollen wir mal weiterlaufen? Gut, hier ist ein Fluss. Sind auf jeden Fall wieder so elende Krokodile. Bauen wir uns hier noch ein Obelisk hin. Oh, was war das? Alles klar, stopp. Bauen wir das hier hin. Nein, dann wir werden angegriffen. So, okay, wir müssen zusehen, dass wir hier eine gute Verteidigungslinie uns aufbauen. Gut, wir brauchen mehr Mitarbeiter. 1, 2, 3. Sollte erstmal. Ja, sollte reichen. Nein. So rum. Der soll hier schon mal hier abholzen. Hier auch. Gut, dann haben wir jetzt hier das im Blick. Okay, hier geht's zu dem Baum lang. Dann werden wir hier nochmal so ein Ding hin. So, die sollen wir auch mal zum Holzen schicken. Gut, 3 sind bei der Nahrung. So, hier haben wir. Okay, hier sind 2 Anubitenwächter. Die sollten in erster Linie kein Problem darstellen. Okay, hier ist schon. Oh wow. Alles klar. Da war schon das nächste Dorf, das gegnerische Dorfzentrum. So, was benötigen wir? Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Nahrung, wir brauchen von alles, von allem einfach alles. Ganz einfach. So. Vor allem, wir müssen uns ja verteidigen hier irgendwie. Wenn das hier wirklich von Mumien geplagt wird, dann werden die sicherlich auch hier nach einer Weile hier antanzen und uns kaputt machen wollen. Ist es sinnvoll, sich eine Mauer zu ziehen? Ich weiß es nicht. Irgendwo wird gekämpft. Ah, hier oben. Gut, wir bauen auf jeden Fall. Wir haben hier eine Kaserne, die brauchen wir auf jeden Fall. Zack, ab hier. So. Wer ist da? Ich will. Satt. Samtigt. Tilbuin. Achso, ich könnte auch hier alles upgraden, hätte ich die Teile hier nicht brauchen müssen. Naja, egal. So. Okay, hier sind, kommen schon die ersten Mumien. Angreifen. Skipan til Orsterslag. Rostegma. Sind 3 Mumien oder was? So, wir bauen uns hier auf jeden Fall noch ein paar Türmchen hin. Wir brauchen eine Waffenkammer noch. Bauen wir uns auch gleich hier neben. So. Dann müssen wir ja irgendwann hier zu dem Baum hin. Okay, hier sind anscheinend auch die Mumien hingewandert. Aber ja, solange sie den Gegner angreifen, ist es ja super. So.
Esto. So, 1, 2, 3 Bauerleute. Dann brauchen wir Häuser, dann brauchen wir mehr Leute auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5. Greg? Image, Greg. Zack. Finito. Das mal, obwohl wir eigentlich schon genug Gold haben, aber man kann nie zu viel haben. So, wer steht hier so sinnlos rum? Der hier. Finito. Dann brauchen wir hier mal noch so ein Totem. So. Erhöht den Betrag und kostenlose Nahrung ist auch super eigentlich. Soll man hier weitermachen? So, bauen wir uns hier noch so ein Ding hin. So. Aber wir haben ja gesagt gehabt, wenn wir irgendwelche Lager zerstören, dann kommen irgendwelche kommen die Mumien nicht mehr. Aber wo sind denn die? Nehme ich jetzt hier mal und erkunde. Die können ja vielleicht so hier in so einer Ecke sein oder so, keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. So. Und ein paar Häuschen. UIR. Oh, zack. Okay, hier ist auf jeden Fall eine dicke Goldader. Okay, hier ist ein Berg. Ich laufe mal hier lang. Ah! Okay, da kommen welche. Habt ihr es gesehen? Hier. Oh, hoffentlich sehen die unsere Scheiße. Okay, die sehen unsere Arbeiter. Okay, hier ist auf jeden Fall auch der Gegner. So, gut, dann. Okay, die kommen schon mit einer ordentlichen Armee an, deswegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stellen wir uns schon mal hier hin, weil die kommen von. Nichts Besseres zu tun, ihr Säcke. So. Prosteigma. Dann brauchen wir unbedingt noch einen Wachturm. Einen weiteren. So, jetzt haben wir jede Menge Axtkämpfer. Da kommen sie auch schon. Chiron soll auf jeden Fall hier den Anubitenwächter in Fokus nehmen, weil Helden sind ja grundsätzlich stark gegen mythische Einheiten. So, jetzt haben wir aber trotz allem unsere Goldquelle verloren, sage ich mal. Jetzt, deshalb bauen wir uns noch 1, 2, 3, 4 Männekicken. So. Okay. Ah, das wird. Oh, was? Schon wieder? So, alles klar, so schnell kommt man gar nicht hinterher. Leute.
Ach, Scheiße, was drücke ich denn hier alles? Ah! Ich rufe die mal alle zurück hier. Die sollen mal hier 1, 2, 3 noch weitere Einheiten bauen. Okay, ich baue mal hier auch noch so einen Priester. Wir stellen uns hier mal wieder noch ein Totem hin. Ah, wie komme ich auch auf Totem? Mensch, Obelisken. Damit wir sehen können, wenn die hier angetanzt kommen. So. Wir haben auf jeden Fall starke Einheiten, die Gegner. Das geht gar nicht. Upsala. So. So. Auf geht's wieder zum Arbeiten. Der soll hier mal wieder ein Dingsbums hinstellen. Genau hier hin. Nein! Was ist das? Um Gottes Willen. Alter. Die haben meine Männerkicken hier vergiftet und die sind jetzt Skelettkrieger oder irgend sowas. Um Gottes Willen. Okay. Wir brauchen hier eine größere Verteidigungslinie auf jeden Fall. Wir brauchen 1, 2, 3. Wir brauchen mehr Einheiten irgendwie. Mehr. Wir brauchen vor allem mehr Essen. Das dauert hier alles viel zu lange. Dann. So, hier haben wir jetzt ein paar. Sollen mal hier das Gold abbauen. So, dann stellen wir hier nochmal ein Totem hin. Alles klar. Oh, wir werden so keine Sonne sehen. Oh Mann. Warum? Das ist so schlimm jetzt gerade. Okay, das geht gar nicht klar. Wieso haben die schon so dicke Dinger hier? Oh, ich kotze richtig ab. Warum? In which? Prostagma? Gerig. Alles klar. Das kann wirklich nicht wahr sein, Leute. Das kann und darf einfach nicht wahr sein. Wahnsinn! Ich kann dazu nichts mehr sagen. Wahnsinn einfach nur. Alles klar! Ihr Spinner! Ey, wir haben keine Chance, ne? Das 3, 4, 5, 6, 7. Wieso sind die so stark? Das noch probieren. Um Gottes Willen. In so,
Inito. Um Gottes Willen, wir haben es gerade so überlebt, Leute, ohne Witz. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Einheiten, wir brauchen mehr Gold, wir brauchen um Gottes Willen einfach so viel. Das ist ja hässlich. Wieso ist das so schwer jetzt hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, dann gucke ich mal jetzt hier unten lang. Wir werden es ja sehen, wenn die kommen. Wir haben ja jetzt hier oben zwei Totems und alles hingebaut. Ja, alles klar. Gut, das muss jetzt alles ein bisschen fixer gehen. Ei, was? Nein, was soll das? Nicht schon wieder. Ja, mein ganzes Gold. Meine ganzen Menschen hier. Vernichtet sie. Warum ist der so stark? Kein Gold, kein Essen. Ich brauche Gold und alles. Greift an. Soll das Ding angreifen? Oh Mann, ey. Ja, alles klar. Da ist noch ein dicker Elefant. Oh mein Gott, das wird so eine lange Folge werden, Leute. Ihr könnt mich mal gern aufklären, was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich einfach das Falsche gebaut und alles. Höchstwahrscheinlich. Ich baue diese Kacke hier auf. Alles klar, ey. Nein. Ich brauche 1, 2, 3. Da brauchen wir eine. Was brauchen wir? Eine Waffenkammer haben wir ja, Tatsache. Wir müssen unbedingt ein Zeitalter weiter aufsteigen, weil so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Finito. Taio. So. Wir haben sie gerade so zurückgedrängt, sag ich mal, um Gottes Willen. Leute, ey, ohne Witz. Wir brauchen einen neuen Tempel. Wir brauchen neue Türme. Wir brauchen neue Leute. Wir brauchen alles neu, ohne Witz. Alles klar, ich glaube, ich muss die Folge vielleicht sogar in zwei. Ei! Das kann nicht wahr sein! Was ist das? Oh boy. Was ist denn das für eine Scheiße? A hero has fallen. Baba. Okay. Greif doch mal hier die Scheiße an. Was ist denn das für eine Rotze schon wieder? Oh mein Gott. Wir haben kein Gold. Wie sollen wir denn aufsteigen, wenn die andauernd hier mit irgendwelchen scheiß Viechern ankommen? Ohne Witz jetzt. Was ist das? Oh mein Gott. Alles klar.
Wisst ihr was? In Wedge. In Wedge. Die sollen mal da das kaputt machen, wenn die der Meinung sind. Wir brauchen jetzt 400 Gold schnell. Dann bauen wir uns hier das Dorfzentrum hin. Haben die uns zu früh gesehen? Haben die uns zu früh gesehen? Habe ich das aus Versehen? Nee, auf schwer habe ich nicht gestellt. Hier oben steht Mittel, also. Alles klar. Die sollen wir schön weitermachen. So. Dann bauen wir uns jetzt hier schnell ein Dorfzentrum hin. Damit wir... Alles klar, ey. Ohne Witz, ey. Ja, scheiß drauf. Brauchen wir das hier jetzt erstmal... Nein! Die haben uns gefunden, die Schweine! Es kann, es darf einfach nicht wahr sein. Was haben die für ein Problem? Also hier können wir nicht hinbauen, weil da die Idioten sind. Alles klar, ey. Alles klar. Wir haben nur noch diesen Hauch von Mitarbeitern. Natürlich, ich wette mit euch, der Gegner weiß, wo die sind. Ansonsten, ich habe keine Ahnung. Greg. Passt auf jetzt. Passt mal auf. Ziehen die sich zurück, wenn das der Fall ist? Ohne Witz. What? Ich nehme mal einen Bauarbeiter, nur um ganz sicher zu gehen. Oder denkt er jetzt, dass er uns den... Alles klar. Dann kann ich ihn noch zum Wiederbeleben? Jawohl, schnell angreifen. Und er erreicht natürlich das mythische Zeitalter. Okay. Okay, hier werden wir auch angegriffen. Was? Das ist okay, das ist meiner. Jetzt dachte ich, der Gegner baut einen Wachturm hin. Ey, dann wäre ich so ausgerastet, Leute. Ohne Scheiß. Alles klar. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, Leute. Ohne Witz. Entweder... Oh, was ist das hier? Okay, hier ist, glaube ich, dieses so ein... Sie dürfen uns nicht sehen! Die machen jetzt unsere ganzen Dinger kaputt. Woher wissen die, dass ich die da hingestellt habe? Natürlich, das ist ja ein verdammter PC-Spieler. Ich habe auf Mittel gestellt, Leute, ohne Witz. Das kann nicht wahr sein. Ich habe das Spiel ja schon sehr lange nicht mehr gespielt, aber wow, wieso ist das so schwer?
Warum ist es so schwer? Oh Mann. Ich feiere das gerade ein bisschen. Gut, dann muss ich jetzt mal ein bisschen auf die Zeit achten, ja. Nicht, dass die Folge zu lange wird. Ansonsten muss ich die Folge aufsplitten in zwei Folgen, was ich glaube ich auch machen werde. Gut, jetzt versuchen wir erstmal hier anzufangen. Wir bauen uns jetzt erstmal hier diesen schönen Wachturm hin, ja. Das ist das Erste, was wir machen. Wir müssen nur diesen verdammten Elendbaum da. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ihr wisst, woran es gelegen hat, habe ich mich zu früh dem Gegner gezeigt. Und deswegen kam er jetzt schon an und hat gedacht, ja, ich mache den einfach mal gleich kaputt. Oder war ich zu langsam? Höchstwahrscheinlich war ich zu langsam, weil ich grundsätzlich immer zu langsam bin bei solchen Spielen, aber. Oh Mann. Ey, wir haben. Gut, jetzt baue ich hier dieses Dorfzentrum nochmal neu auf. Dann bauen wir uns auf jeden Fall. Passt auf. Wir bauen uns hier unten. Hier ist auch eine Goldmine. Wir bauen uns hier unten unser verdammtes Ressourcenlager auf, ja. Genau das machen wir. Wenn das hier fertiggestellt ist. Alter, ohne Witz, ey. Das ist. Das kann nicht wahr sein. So, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ohne Witz. Also ich. Dass das so schwer ist, hätte ich nicht gedacht. Nun gut. Gut, dann nehme ich mal jetzt hier Chiron bei der Hand. Und werde diesen Turm oder diesen Tempel hier kaputt machen. Dann kommen hier keine Mumien mehr. Jetzt haben wir unser Dorfzentrum wieder errichtet. So. So, Leute. Genau, dann mache ich hier mal einen Cut. Dann sage ich schon mal bis zur nächsten Folge. Und wir werden, passt auf, jetzt hier unten, ja, unser Ressourcenlager dann aufbauen. Und was ist das hier? Nein, der Gegner ist da. Okay, dann werden wir gleich mal sehen, was passiert in der nächsten Folge. Ob wir noch irgendwie entkommen können oder ob ich dieses Level neu starten muss. Okay, sehen wir. Okay, ich sage einfach jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.